Huhu, der neue Part bricht an. Und wir sind wieder back und gehen da jetzt rein, weil wir diesen komischen, wie heißt der? Bobby ein Chili bringen. Bobby kriegt Chili. Scharfes Chili. Brennt zweimal. Ich hab dir etwas Chili besorgt. Ich hoffe, das magst du. Oh ja. Aber ich hab kein Geld. Kein Problem. Ich schenk's dir. Danke, Darren. Aber dann schenke ich dir auch was. Und? Was kann man? Danke. Okay, was ist das? Wir haben bekommen eine Wunderkerze. Die werden wir gleich umkriegen. So, quatsch mal an, ob das Chili schon so richtig seine Wirkung getan hat. Hallo Bobby. Hi, Darren. Und? Bist du jetzt satt? Ja, war lecker. Ganz schön scharf. Und? Hast du immer noch keine Lust, ein paar Seifenblasen zu machen? Doch, hätte ich schon. Aber ich hab kein Seifenwasser mehr. Soll ich dir welches besorgen? Okay. Ich geh dann mal. Man sieht sich. Bis bald, Darren. So, dann nehmen wir uns das Spiel einmal. Ich Ich nehme glaub's das gerade mit, gar nicht. okay? Ja, okay. Was glaubst du nicht? Dass wir jetzt ein Seifenblasenwasser-Spiel machen. Das ist zum ersten Mal in einem Adventure, dass ich ein Seifenblasenspiel mache. Weißt du, was das Schlimmste ist? Bei Wir dürfen nachher mir. nicht mal selbst blasen. Das finde ich nicht so schlimm. Ich persönlich. Das ist zwar Wasser, aber zu wenig. Zu wenig. Eine ganze Tonne voll mit Regenwasser. Das ist viel zu wenig Wasser, Leute. Was glaubt ihr, was da reingeht in die kleine gelbe Tube? Der Eimer ist mit Kanalwasser gefüllt. Im Eimer macht es eigentlich einen recht sauberen Eindruck. Zumindest sieht es sauberer aus als im Kanal. Also im Kanal. Ich habe gewusst, dass du das sagen würdest. Ach, in den kleinen Eimer ist Ist genug voll. Wasser drin. Aber in dem großen Regenfass keine Chance. Keine Chance. Aber wirklich, ja. 150 Liter Fass, aber es reicht nicht. Bei weitem nicht. So, Wasser hält man schon. Dann gib Seife rein. Was haben wir eigentlich einstecken? Fotoapparat. Foto von Angelina. Ansichtskarte. Streichhölzer. Zimmerschlüssel. Messer. Nachrichten. Schlafmittel? Okay, Wunderkerze. Was sollen wir denn bitte mit dem Schlafmittel? Sorry. Nicht gleich zum Einpennen, ne? Das hat richtig cool geklungen durch das Echo. Und sie schlief 100 Jahre lang, bis der Prinz kam. Hier ist doch bestimmt... Ja, Flüssigseife. Ich fülle etwas davon in das Röhrchen. Das war's. Ja, Bobby, wir haben was für dich.
Schau mal, Bobby. Ich habe das Röhrchen mit Seifenwasser gefüllt. Wow. Danke, Darren. Pass auf. Jetzt legt er los. Profi, sag ich nur. Profession. Wahnsinn, und wie die schillern. Eine schöner wie die das andere. Ist meine Chance. Wald ist der Bobby eigentlich? Das verratet ihr uns ihn nicht. Sag ich jetzt die Sand durch den bleiben? Nein, oder? Das kann es jetzt aber nicht sein. Leise rieselt der Sand. Verehrte Museumsgäste, es ist 20 Uhr. Unser Museum wird nun schließen. Wir möchten Sie bitten, sich zum Ausgang zu begeben. Wir danken für Ihren Besuch und würden uns freuen, Sie morgen ab 11 Uhr wieder begrüßen zu dürfen. Ah, fuck. Hey, Darren, wir schließen jetzt. Hab's gehört. Du kannst ja morgen zurückkommen. Ja, danke, Bobby. Bis dann. Bis dann, Darren. Das ist total unnötig, dass man da einen Sprecher an Bord. Ich habe keinen Schlüssel für den Haupt. Ich meine, da kann genauso gut der kann ich hier wirklich Typ vorne erst sagen, das Museum ist jetzt zu. Wird doch jeder hören. Verlasse diesen Ort! Was mit dem? Du bringst uns alle in Gefahr! Du bist der Tod! Lass mich in Ruhe! Es ist der Fluch! Der Fluch! Er wird dich holen! Wer ist das? Keine Ahnung. Verpiss dich! Auf jeden Fall verpisst er sich. Wer immer das auch gewesen ist. Woher weißt du? Der Tod! Ich habe es ihm gesagt! Toll. Ich bin also der Tod. Mehr hat mir dieser Ausflug bisher nicht an Informationen gebracht. Und jetzt? Zurück ans Hotel? Oder kann ich hier noch etwas herausfinden? Wir könnten in die Bar gehen. Ja, finde ich auch. Ich möchte dich schon ganz zertrauen. Ja, wenn sie offen hat, meine ich. Aber welche Bar hat am Abend nicht offen? Ah, da sitzt der Kiffer. Ach, das ist der Penner, der mich vor dem Museum angepöbelt hat. Armer Irrer. Vermutlich hat er sich das Hirn weggesoffen. Was Alter. Ist das? Dein Skype das schlägt aus wie Narisch. Nein, das ist nicht Skype. Ich glaube, das ist Steam. Steam? Ja, okay, das klingt so. Dein Steam schlägt aus wie Narisch. Weil deswegen habe ich mich über Skype extra auf beschäftigt gestellt, aber... Das geht bei Steam. Oh ja, bei Steam geht es eigentlich, aber das mache ich dann nie, weil ich mir denke, wer braucht mich schon bei Steam? Ja gut, wenn man so viele Leute wie du in der Steam-Liste hat, in der Skype-Liste und was weiß ich noch wo. X-Fire wollen es nicht, ne? Die Herrschaften. Bisschen X-Fire im Video her. Ich glaube, wir werden uns das nächste Mal mit X-Fire verbinden, dann haben wir dann generell unsere Ruhe. Das haben die anderen nicht. So, wer sitzt da gerade alle drinnen? Bobby, Tom, Touristen. Auf den ersten Blick sieht das nach einer Menge Alkohol aus. Auf den zweiten Blick fällt auf, dass fast alle Flaschen leer sind. Würde mich nicht wundern, wenn Tom sein eigener bester Kunde wäre. Mich auch nicht. Hauptsächlich englische, schottische und irische Spezialitäten. Whisky, Gin und solche Sachen. Eine Karte der Umgebung. Anscheinend wurden auch hier die Orte markiert, an denen die Morde stattfanden. Das ist eine tolle Karte. Wenn ich mich recht erinnere, wurde Dart hier in England erfunden. Oder war es Irland?
Die Briten scheinen ein Talent dafür zu haben, sich Spiele und Sportarten auszudenken. Golf, Billard, Fußball, Dart und diese ganzen seltsamen Pferdesportarten. Kuhfladenroulette, glaube ich, ist in Österreich erfunden worden. Ich bin zwar kein Bierglasexperte, aber diese Gläser sehen nicht gerade britisch aus. Auf Bildern vom Oktoberfest in München habe ich solche Gläser öfter gesehen. Wahrscheinlich trinkt Tom gerne deutsches Bier und schenkt das auch stilecht aus. Bitte, wer trinkt gern deutsches Bier? Oh Gott. Ich meine, da fällt mir jetzt ein, deutsches Bier beispielsweise, wenn jemand kennt in Düsseldorf, das Urige. Das ist ein so richtiges deutsches Bier, ja. Das sagt selbst der Düsseldorfer, die schmeckt das zweite oder dritte. Ja, und recht hat er. Kann man sich übrigens via Internet bestellen. Das Urige. Ist wirklich, wie soll ich sagen, so ein Kellerlokal. So eine Brauerei, also sollte man, wenn man in Düsseldorf ist, sollte man dort auf jeden Fall vorbeigegangen sein. Auf eine Erbsensuppe von mir aus und ein Uriges. Oder zwei oder drei oder vier. Weil so groß sind ja die Gläser dort ohne dies nicht. So, ja, weiter. Ne, wird das gar nichts sagen. Im Moment weiß ich nichts, was ich ihn fragen könnte. Ich verspüre kein Bedürfnis, mich mit dem Kerl zu unterhalten. Ja, mit der Dusse redet er jetzt. Oh, darf ich Fellenstern kommen? Oder? Oder was ist das? Haben Sie denn den Geist gesehen? Geister gibt es nicht. Wir haben das Schloss gründlich untersucht. Den Garten zumindest. Keine Geister. Dachte ich mir schon. Und haben Sie noch etwas Interessantes gesehen? Ja, wir durften uns heute das Schloss ansehen. Das war echt super, total gruselig, das Gemäuer. Aber noch viel besser war das Chili, das wir gegessen haben. Das war das Leckerste, was ich je gegessen habe. Allein dafür hat sich die Reise gelohnt. Oh, das sollte ich wohl auch mal probieren. Dann mal noch einen schönen Urlaub. Danke, ebenfalls. Na, singt ihr beim Reden? Danke. Ganz ehrlich, wenn ich mal einen Urlaub machen müsste und dann muss ich da am Abend in so einem Pub sitzen, wo überhaupt gar nichts los ist, ja. Das wäre total blöd. Naja, gut, das verstehe ich auch irgendwo. Ne? Ich war auch ziemlich viel unterwegs und war mal in Lübeck war das. Ne? Und in Lübeck geht ja des Nächtens wirklich die Post ab, hier bei Travemünde irgendwo oben, und da war ich auch drin in so einer Kneipe, ne? Und da habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, weil ich habe einen Hunger gehabt etc. Und die Kellnerin ist gekommen und hat gefragt, ja, was ich eben essen möchte, und ich habe gesagt, leichtfertig, derweise, bringen Sie mal einfach das, was hier so regional gegessen wird, ja. Mache ich nie wieder. Ich habe bekommen eine Pfanne voll mit Kohlgemüse und drüber so ein paar Wiener Würstchen. Das wird dort regional gegessen. Hätte ich das Maul gehalten und hätte irgendeine Fleischspeise oder dergleichen oder irgendwas Leckeres halt bestellt, ja, dann wäre ich wenigstens nicht hungrig gegangen. Aber so, ich habe mir gedacht, bitte, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Ne? Aber okay, bitte, wenn die das essen, kein Problem. So, ja, weiter. Spielen. Ich verspüre kein Bedürfnis, mich mit dem Kerl. Im Moment weiß ich nichts, was ich... Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann ja eigentlich nichts mehr machen. Dann gehen wir ins Hotel. Ich meine, was machen wir im Hotel? Was machen wir jetzt überhaupt? Wir müssen zu diesem Buch kommen. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Haben wir erst wieder morgen um 11 Uhr offen. Das ist aber wirklich blöd. Blöd.
blöd. Oh, hallo Miss Valley. So schnell sieht man sich wieder. Darren, schön dich... Ja, wer hätte das gedacht? Alles in Ordnung mit Ihnen? Ich? Ja. Wieso? Wieso nicht, meine ich? Sie wirken etwas nervös. Ach nein. Ich habe nur mit Murray über... Oh, ich sehe wohl einfach nur Gespenster. Es ist... Murray, der furchteinflößende Totenschädel. Wie könnten Sie auch? Sie sind ja nicht... Sie, ich meine, alle 12 Jahre... Alle 12 Jahre passieren grausige Dinge hier. Im Ort, im Schloss, im Wald. Grausige Dinge. Miss Valley, kann ich Ihnen vielleicht irgendwie... Ach nein, entschuldigen Sie bitte. Es ist nur viel passiert in letzter Zeit und ich dachte... Oh, egal. Was dachten Sie? Und was hat es mit diesem 12-Jahres-Rhythmus auf sich? Es hat nichts mit Ihnen zu tun. Glücklicherweise. Ich muss weiter. Miss Valley, ich... Was stimmt mit der nicht? Sie scheint ernsthafte Probleme zu haben, die Gute. Aber die habe ich auch. Noch immer keine Spur von Angelina. Vielleicht kommt mir heute Nacht eine zündende Idee. Und Bock gefunden hat. Was? Na, Murray. Was haben Sie da? Einen Brief für Ihre Freundin. Einen Brief für Angelina? Unwahrscheinlich. Wer wusste schon, dass sie hier war? So steht es aber hier. Miss Angelina Morgan, Gardens Palace. Der Brief wurde hier ganz in der Nähe aufgegeben. Gestern vermutlich. Geben Sie mir den Brief? Er könnte wichtig sein. Das glaube ich auch. Für Miss Morgan. Geben Sie mir den verdammten Brief! Ich muss... Sie müssen sich zügeln, junger Mann. Dieser Brief ist an Miss Morgan adressiert. Und ich werde das Postgeheimnis nicht brechen, um... Murray! Angelina ist seit gestern verschwunden. Niemand im Dorf hat sie gesehen. Vielleicht ist sie entführt worden. Haben Sie schon mal daran gedacht? Vielleicht macht sie eine Tagesreise und will mit Ihnen nichts mehr zu tun haben. Haben Sie daran schon mal gedacht? Ich muss auf jeden Fall auf den Ruf dieses Hotels achten. Ich werde Ihnen den Brief nicht geben. Aber... Mann, hör auf, hier die Leute alle voll zu abern. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun, Sir? Danke, ja. Sie haben schon genug getan. Du könntest mal Mundwasser benutzen. Du stinkst aus dem Mund. Das war's mit meiner Nachtruhe. Das kannst du doch gar nicht wissen. Ich muss unbedingt diesen Brief haben. Er bringt mich ja, ich hab's jetzt geschätzt. Stimmt. Ich habe mir gedacht, ein alter Hotelier ist den ganzen Tag hinter der Pudel und hat nur die Magenhygiene hinter sich. Raucht aber wie ein Schlot oder so. Hm? Ich gehe in das Hotelzimmer. Soll ich mich vor den Fernseher setzen und warten, bis ich eine geisterhafte Botschaft von Angelina im Rauschen sehe? Lieber nicht. Hey, jetzt mach dich nicht lustig über geisterhafte Botschaften im Rauschen, ja? Das ist das Spiel, das hieß Dreamfall. Genau. Und das erste, was wir gesehen haben, war eine geisterhafte Botschaft im Rauschen eines Fernsehers. Warte, was hat die immer gesagt? Finde sie. Rette sie. Ja, aber mit dem Namen hat sie es immer gesprochen. Werden die geheißen? Nee, das, die ersten 2 bis 3 Mal hat sie immer finde sie, rette sie gesagt. Erst ab dem vierten Mal hat sie dann ihren Namen gesagt und sie ist, glaube ich... Kate? Ja, Kate oder Caroline oder sowas irgend so. War nicht die Kate bei Siberia? Mhm. Genau. Das war ja auch ein geiles Adventure. Siberia war ja wirklich ein geiles Adventure.
Aber ja, Siberia, kann man eigentlich auch mal Let's Playen oder Dreamfall. Nur bei Dreamfall habe ich das Problem, dass ich weiß nicht warum. Vielleicht bin ich, keine Ahnung, ich verstehe nur nicht das Ende davon. Ja, das verstehe ich auch nicht so ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Also das ist irgendwie bei Dreamfall ist das ein offener Schluss irgendwo. Ich meine, das Spiel selber ist grenzgenial. Haben wir ja zwei Varianten, also nicht zwei Varianten, wir haben es ja zweimal. Einmal für die Xbox 360 und einmal für den PC. Nur tut an der Sache nichts dran. Die beiden sind natürlich komplett ident und ich verstehe das Ende auch irgendwie nicht, obwohl das Spiel selber wirklich grenzgenial ist. Egal, weiter. Na, wir haben noch so viele Adventure-Leute, ihr werdet euch noch wundern, was wir alles rausholen aus der Zauberkiste. Wo war dies? Wohin gehst du? In die Lobby. Warum? Was machst du mit ihm? Der redet mit dir nichts mehr. Du warst unhöflich, stinkst aus dem Mund. Also nein, er stinkt aus dem Mund. Mary genießt seine Tasse Tee am Abend. Er scheint ihm zu schmecken. Er nippt immer wieder dran. Aha. Ein Teetrinker und wie ein Schlafmittel in den Tee. Denn wir sind nicht gemein. Gluck, gluck, gluck. Das war's. Das erinnert mich etwas viel schlimmer. Kann ich Ihnen helfen? Ein Dümmer und Dümmer. Ja, nein. Der hat aber was anderes reingekippt. Ich bin müde und werde jetzt ins Bett gehen. Das ist eigentlich ein etwas viel Schlimmeres. Ich gebe ihm ein paar Minuten. Das reißt es ihm schon. Genau. So, warte mal. Die Sanduhr ist durch. Sandy, die Sanduhr. Sandy. Okay, ja, er redet noch. Er schläft tief und fest. Ja gut, aber so wichtige Sachen hat er jetzt nicht gesagt. Jetzt wissen wir wenigstens, dass er tief und fest schläft. Genau. Und genau da machen wir im nächsten Part dann noch weiter. Richtig. Dort, wo er schläft.